Hi, ich bin Johannes von Lesen.net und hinter diesem Plastikcover versteckt sich das Pocketbook 360, das ich euch heute mal vorstellen werde. Ich mache das Cover mal ab und es offenbart sich ein 5 Zoll E-Ink Display mit 16 Graustufen und einer Auflösung von 800x600 Pixeln, was einer Auflösung eines 6 Zollers entspricht und darin resultiert, dass eben auf dem 5 Zoll Display hier insgesamt alles ein bisschen kleiner dargestellt wird als auf einem 6 Zoll Display, aber eben auch ein bisschen schärfer. Um das mal in Relation zu setzen, habe ich hier einen Sony Readerpair S505 mitgebracht und man sieht hier schon sehr deutlich, wie verschieden groß die beiden Devices sind und was das auch in der Hosentasche ausmacht. Insbesondere eben auch dadurch, dass der Pair S505 hier 280 Gramm wiegt, genauso viel wie der Pair S600 übrigens, der auch demnächst in den Handel kommen wird, und das Pocketbook 360 hier gerade mal 150 Gramm mitbringt. Ist schon ein großer Unterschied. 130 Gramm, das entspricht ungefähr einem iPhone und das macht sich in der Hosentasche schon bemerkbar. Mit dem Pocketbook 360 im Karton war, was ich sehr gut fand, ein Netzteil. Das gibt es bei Sony nicht dazu. Und ein Mini-USB-Kabel, mit dem das Gerät mit dem Computer verbunden wird und über das das Pocketbook 360 auch geladen werden kann. Also man hat hier die Alternative, ob man das Pocketbook 360 ins Netzteil hängt oder eben am PC synchronisiert und da auch laden kann. Ich schalte das Gerät mal ein. Das dauert jetzt einen Moment. Die Hauptnavigation läuft mit diesem Vier-Wege-Navigationskreuz hier mit einer Taste in der Mitte. Darüber hinaus haben wir hier zwei etwas schwerfällige Schultertasten, die aber relativ selten zum Einsatz kommen. Im Verbund mit dem doch sehr geringen Gewicht gibt die Usability ja schon eine sehr angenehme Nutzung des Geräts über mehrere Stunden hinweg auch her. Also ich kann das Problem ist in einer Hand halten, mit einer Hand lesen und ja, kam gut damit zurecht. Wir haben hier das Hauptmenü relativ groß, auch mit relativ vielen Funktionen. Haben hier erstmal ganz klassisch Bücher, Bilder, auch Notizen, was es alles bei fast jedem E-Book-Reader gibt. Haben darüber hinaus Nachrichten, wo unter sich RSS-Feeds verbergen, die mit der Pocketbook-Software auf das Gerät aufgespielt werden und dann sozusagen offline gelesen werden können unterwegs. Ein 3G-Modul oder WLAN-Fähigkeit bringt das Pocketbook 360 nicht mit. Das heißt, ich muss mir die Nachrichten wirklich vom PC holen und mit dem Gerät synchronisieren. Darüber hinaus haben wir hier ein Wörterbuch, auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme, haben einen Kalender und haben Software, was ein paar Spiele sind, ein Taschenrechner ist, eine Uhr ist und Favoriten, was ja ein anderer Begriff für Lesezeichen sozusagen ist. Also ja, auch ganz klassisch. Ich navigiere mal zu den Büchern und öffne die Biografie von Schmidt, ein EPUB-Dokument, was hier steht. Bekommen das Dokument jetzt in der mittleren Schriftgröße angezeigt, was man problemlos justieren kann, auch nahezu stufenlos. Darüber hinaus kann man die Schrift anpassen, kann den Flow des Dokuments anpassen, als ob ich hier einen Fließtext haben möchte oder links zentriert, rechts zentriert, kann ich alles anpassen. Und haben darüber hinaus, sieht man hier ganz schön, schon ein Dokument mit englischen Wörtern. Wenn ich jetzt entweder ein komplett englisches Buch lese oder ein Buch, wo ab und zu auch mal was Englisches vorkommt oder was Fremdsprachiges vorkommt, besser gesagt, kommt mir die Wörterbuchfunktion des Pocketbook 360 zu Hilfe. Ich navigiere da mal drauf. Alles mit dem Vier-Wege-Steuerkreuz hier. Und habe jetzt schon vorausgewählt ein English-German Dictionary. Hier unten haben wir noch ein Husband, das kann ich nochmal öffnen. Gatte, Mann, Gemahl, Ehemann bekommen wir hier angezeigt. Die komplette Navigation hier mit dem Steuerkreuz übrigens. Also pro Klick ein Wort kann man sagen und pro Klick nach oben eine Zeile, was finde ich schon ein ganz guter Ersatz für ein Touchscreen ist, den ja das der Sony Reader Pair S600 mitbringt und der eben auch so eine Funktion hier ermöglicht. Aber ich finde, mit dem Steuerkreuz geht das im Prinzip genauso gut. Joa, keine weiteren Fragen. Ich gehe hier wieder raus, klicke ein bisschen weiter. Wir sehen, das Umblättern geht schon merklich schneller als beim Sony Reader von der Hand, also beim alten Sony Reader. Der Pair S600 ist ungefähr auf einem Niveau mit dem Gerät hier.
Ich zeige euch jetzt mal, was das 360 im Pocketbook 360 eigentlich zu bedeuten hat. Dafür drehe ich das Gerät um und wähle hier an, wie ich den Text angezeigt bekommen möchte. Habe jetzt eine Darstellung in der Breite sozusagen. Und was die Navigation hier ja auch schon anzeigt, ist, dass ich den Text im Prinzip in der beliebigen Richtung angezeigt bekommen kann und das Gerät dann sozusagen auch mit der linken Hand bedienen kann, wenn ich den Text so herum anzeigen lasse. Ich habe das jetzt alles mit dem Menü gemacht, mit diesem Menüpunkt drehen, obwohl es einen sogenannten G-Sensor im Pocketbook 360 gibt, der den Text eigentlich automatisch drehen sollte, was aber nur sporadisch und auch nicht so, wie es sollte, funktioniert. Also die Funktion ist noch nicht ausgereift, muss man ehrlich sagen. Allerdings gibt es eben diesen Menüpunkt, wo ich mit 1, 2, 3 Klicks mir dann den Text so ausrichten kann, wie ich ihn brauche. Okay, Pocketbook 360, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ein einfach zu bedienendes Gerät, das alles mitbringt, was man braucht, sogar noch ein bisschen mehr. Kostenpunkt 250 Euro, roundabout, wird ab Oktober zu haben sein, allerdings erstmal ohne professionellen Vertrieb in Deutschland. Das heißt, das Gerät gibt es erstmal über eBay, hauptsächlich mit einer russischen Anleitung im Paket, mit einer russischen Verpackung auch und mit einer deutschen Anleitung als PDF-Datei. Würde mich freuen, wenn das Pocketbook 360 auch ein bisschen größere Verbreitung findet und ja, ob wir hier wirklich in Deutschland auch einen größeren Markt für 5 Zoll Lesegeräte bekommen könnten, also eine größere Auswahl bekommen könnten, weil ich finde, dass so ein 5 Zoll E-Reader schon ja auch eine andere Zielgruppe anspricht, auch deutlich mehr Mobilität ermöglicht, als es im Vergleich so ein Sony-Reader zum Beispiel machen kann, so ein 6 Zoll Sony-Reader. Also die Betonung wirklich auf die Größe, der schon, wie gesagt, 130 Gramm schwerer ist, ein Stück klobiger ist, nicht so portabel ist, wie so ein kleines Pocketbook 360 ist. Pocketbook, also der Name sagt es schon, ist wirklich auch für die Hosentasche was und ist auch wirklich für, ja, für immer dabei zu haben was. Und ja, da würde ich mir wünschen, dass sich diese Lesegeräte ein bisschen mehr verbreiten und auch, dass das Pocketbook 360 in Deutschland ja, zu haben sein wird. In größerem Umfang.